So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von der WWE 2K14 Challenge. Bei euch müsste Dienstag sein, ne? Erstmal nochmal kurz das Prinzip hier erklären von dieser Serie. Ihr könnt mir Herausforderungen stellen in den Kommentaren auf WrestlingGames.de, ist mir egal. Und wenn sie relativ kreativ sind, werde ich sie nehmen, vielleicht, wie auch immer. Und dann versuchen zu meistern. Also muss in WWE 2K14 sein und machbar. Und die ganzen Bedingungen kennt ihr eigentlich mittlerweile. Aktuell steht es 15 zu 13, denn immer wenn ich eine Challenge meistere, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich es nicht schaffe, bekommt ihr einen Punkt und ich führe mit 15 zu 13, wie eben gesagt. Die heutige Challenge, warte, bevor wir dazu kommen, kurz noch was zu dem neuen Format, beziehungsweise ich hatte euch ja gefragt, was ihr zu Recreate oder Rewrite History sagen würdet, dem neuen eventuellen Format, und eigentlich waren alle dafür, die sich dazu geäußert haben. Da muss ich mal gucken, wie ich das machen werde. Also steht eigentlich schon ziemlich fest, dass wir das dann irgendwie machen werden. Dann muss ich halt irgendwie noch mir einen Wochenplan oder sonst was überlegen. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie wir Story, Challenge und History in einen Wochenplan umwandeln können. Ob wir denn immer abwechselnd in der Woche machen, also das ein Tag so, ein Tag so, ein Tag so, und dann fangen wir von vorne an, oder dass wir wirklich machen Montag und Donnerstag so und so weiter, und Sonntag kommt immer das. Kommt dann, weiß ich nicht, Streak oder so. Ach, keine Ahnung. Wenn ihr da Vorschläge habt, in die Kommentare damit. Auf jeden Fall, die heutige Challenge kommt von Herbert Schmidt. Ich glaube, der hat schon mal eine Challenge abgeschickt, die auch genommen worden ist, ne? Spiele eine 30-Man Royal Rumble. Dabei musst du den kürzlich von Roman Reigns aufgestellten Rekord an Eliminations brechen. Startnummer deine Wahl. Dein Superstar Antonio Cesaro oder Kofi Kingston, deinen Gegner, die auch in dem Royal Rumble waren, so gut es geht. Stufe legendäre Bedingungen, siegen musst du nicht, nur den Rekord brechen. Ich habe nachgeguckt bei Wikipedia, wie viele das waren. Das sind 12 Eliminations, das heißt, also 12 Leute hat Roman Reigns eliminiert. Der Rekord vorher war ja bei 11 von Kane, irgendwie 2002 oder so hat er es geschafft, oder 2001, keine Ahnung wann. Und ich muss dann 13 Leute eliminieren. Ich habe mir Cesaro ausgesucht und ich habe so ziemlich alle aus dem Rumble reingepackt, außer, weil ich keine Calls gerade von El Torito, Eric Rowan und Luke Harper Pirat hatte, habe ich jetzt einfach El Guerrero, Edge und Justin Gabriel genommen, und passenderweise sind die alle in der Mitte positioniert. Und ich würde mal sagen, los geht's. Als Startnummer habe ich die 1 genommen, damit meine Chancen möglichst hoch sind. Muss ich mir wohl die Nummern so merken? Oder habe ich jetzt einen Stift gerade parat, um zu schreiben? Doch, habe ich. Hier ist ein Stift, was ist das hier? DVD-Marker. Sollte gehen. Was zum Schreiben? Das sieht okay aus. Was ist das hier? Okay, nehme ich. Geht das? Okay. Dann weiß ich, worauf ich immer Strich mache, wenn ich jemanden eliminiert habe. Würde ich mal sagen, los geht's. Mal sehen, ob es genauso verkackt wie beim letzten Mal, als wir Royal Rumble gemacht haben. Ich glaube, das war mit Santino Marella, wo ich in keine Elimination mich einmischen durfte. War das die Challenge? Bin mir nicht mal ganz sicher. So, Justin Gabriel. Du brauchst uns das nicht erklären. Puh. Aber wenigstens darf ich alles machen. Das ist cool. Keine Einschränkungen oder so ein Scheiß. Mal sehen, wie lange es dauern wird. Bis ich raus bin oder bis ich halt 13 Stück geschafft habe. Ich probiere es mal. So, Damon Sandow, der Erste hier. Natürlich jetzt nicht die Reihenfolge, wie beim richtigen Royal Rumble gewesen. X, Dreieck, Viereck, Kreis. Scheiß Quicktime-Events, ne? Haben wir das schon wieder? Ich hasse die Dinger. So, schön abgefangen, wie es gehört für ein Cesaro. Können wir nicht in den Big Show reinkommen? War der überhaupt dabei? Ne, der war gar nicht im Match dabei, wie ich sehe. Den rausslammen würde ja passen, ne? So, du gehst einmal dahin, dann whippen wir dich eventuell raus oder schmeißen wir dich raus. Viereck, X, Viereck. Muss er bloß einmal in den Dreh rauskriegen. Und genau, jetzt habe ich es verkackt. Kreis, X. Reicht noch nicht. Punk, der Nächste, der war Nummer 1. Ich habe die Übersicht gerade offen, deswegen weiß ich das. What? Wie instant hat er sich denn umgedreht? Krasse Scheiße. So, wenn mir eine hilft, dann zählt ihr auch, ne? Sollte, ja. So, Viereck. Danke, Punk. Punky Boy. Okay. So, Viereck. Dreieck. Und raus mit dir. So, das wäre dann die erste Elimination. Ich mache mir einen Strich. Zack.
Entschuldigung für Unterbrechung, aber besser, als wenn ich das irgendwann vergessen würde, ne? Und ich bleib dabei, dass ich erstmal einen Finisher immer parat haben möchte. Okay. Konzentrieren. Fuck. Heck. Und raus! Glaub's nicht, Billy Langston der Nächste. Komm, hier verpasst du noch einen Signature Move. Warte, zwei haben wir jetzt. Achso, ich dachte, der braucht ein bisschen länger, bis er da ist. Zwei! Ganz langsam. Ganz ruhig, Franz. Signature Move! Egg Wrench! Suplex! Wenn es so weitergeht, dann hauen wir alle auf diese Art und Weise raus. Okay. Einmal rüber. What? Okay. Das sollte nicht sein. Mann! Big E Langston, komm. In die Seile sollst du. In die Seile. Das wäre sehr kooperativ von dir. Jetzt kommt schon der nächste. Oh mein Gott. Zu viel Druck. Nein! Hör auf! Jetzt kommt Kevin Nash. Oh, Diesel. Diesel. Ah, Big E Langston, ich hasse den. Nein. So, ich möchte jetzt noch nicht den WWF No Mercy Part spoilern, der noch kommt die Woche. Ich sag nicht wann. Aber ist auch eine kleine, eine Art Special. Das kann ich vielleicht schon mal sagen. Ah, oh, toll. Lass mich in Ruhe. Denn alles Kevin Nash zuerst. Mir auch egal. Kannst mir denn ruhig helfen? So, da können die wenigstens mithelfen. Das ist natürlich passend. Kreis. Dreck. Fuck. Aber ich verkack das immer wieder, ne? Glaubet nicht. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Danke. Das Coole ist, dass bei Rumble die Standardeinstellung so ist, dass man relativ schnell Finisher bekommt. So. Komm her. Einmal Gut Wrench. Suplex. Kane kommt jetzt auch zur Hilfe, wenn man so will. Lass mich ihn rausschmeißen. Gut. Ey, komm. Ich muss mich konzentrieren, deswegen bin ich ruhig. Ah! Hab ich das so lange gebraucht, bis ich ruhig war? Na, ich möchte da helfen. Wäre das möglich? Fuck! Fuck! Nein! Was? Ich wollte doch nur L1 drücken! Was? Es kann nicht sein! Zwei Eliminations! Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt nicht! Okay, ja, dann wissen wir ja, wie die Challenge ausgeht. Ja, Leute, dann steht jetzt 15 zu 14 für euch. Toll. Ich war doch so gut dabei, habt ihr doch gesehen. Ich wollte sogar an L1 drücken. Hab gedacht, ja, so schnell würde er jetzt nicht das Ding da treffen. Aber trifft dann auf einmal zweimal miteinander, ey, das hasse ich, ne? Ah ja, ich hab's aus dem Stift rausgeholt. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Ausgabe von der Story. Übermorgen Challenge wieder angesagt. 18 Uhr, No Mercy. Ich kenne das Ganze. Daumen hoch. Wrestling Games, ihr abchecken. Challenges in die Kommentare schreiben und so weiter. Ja, neue Franz und Zock, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!